Verführst denn du so die Frauen? Verführen? Ja, blödes Wort, ich weiß aber trotzdem. Verführen? Ja, wie du das machst. Ich meine, so viel besser als ich siehst du ja nicht aus. Findest du? Naja. Finde ich nicht. Dass ich gut aussehe? Ja. Findest du also nicht? Nee. Du findest mich hässlich? Ja. Wie jetzt? Ja. Verarschst du mich? Nee. Du sagst mir einfach so, dass ich hässlich bin? Ja, wenn du mich fragst. Tschüss. Tschüss. Komm, jetzt war das ernst gemeint mit dem hässlich. Ja. Ja, aber findest du, dass ich nicht gut aussehe oder dass ich wirklich hässlich bin? Nee, hässlich. Findest du? Finde ich schon. Bist du aber auch nicht besonders. Doch. Du bist schön. Ja. Du bist schön und ich bin hässlich. Ja, genau. Du spinnst. Du sollst wirklich mal in die Psychiatrie gehen und dich durchchecken lassen, weil also du bist ja wirklich verrückt im Kopf. Also, ich finde es ja faszinierend, aber irgendwie bist du so, so wie ich bin. Ja. Ich. Du spinnst. Tschüss. Tschüss. Was hast du denn jetzt? Ich dachte... nichts. Tschüss. Tschüss. Unter den Dorfbewohnern, bloß als der wortkarge Wollkauz bekannt, war sein einsames Leben nie besonders lebenswert. Und so kam es, dass er eines Tages beschloss, ein letztes Mal seiner einzigen Leidenschaft, dem Stricken, nachzugehen. Zeitgleich war die lebensfrohe Lieke mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Als die neugierige Postbotin sich von ihrer Strecke ablenken ließ, konnte sie nicht ahnen, dass sie das Leben des Hüttenbewohners in ein heilloses Durcheinander verwandeln sollte. Wo der Pfeffer wächst. Mensch, jetzt hör mir doch erstmal fertig zu. Also bla bla bla, durch die Äußerung von aggressiven Reaktionen oder anderen Verhaltensformen. Alternative Verhaltensformen klingt besser. Ja, das meine ich ja damit, Schatz. Magst du es ändern? Bärchen? Alles gut. Alternative Verhaltensformen. Da geht's aber noch weiter. Hier. Hier. Hier steht noch was von Hostile. Das ist eine Randnotiz. Deshalb habe ich extra in Rot geschrieben, ja? Ja, und warum schreibst du es dann überhaupt in den Vortrag mit rein? Ich weiß schon, wie es gemeint ist. Bist du frustriert? Nein. Nur weil du so aggressiv bist. Du nervst, okay? Dir müsste doch eigentlich super gehen. Hattest doch guten Sex. Jule, das kann jetzt nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Da war nichts. Dorit ist eine Arbeitskollegin. Ich kann nur wirklich nichts dafür, dass das Hotel ausgebucht war. Ich habe doch extra angerufen. Ich dachte, es wäre okay für dich, dass wir uns das Hotelzimmer geteilt haben. Ist es aber nicht. Und woher soll ich das wissen? Sowas weiß man. Ja, aber wenn du nichts sagst. Dann weiß man sowas trotzdem. Der da drüben. Dein Nächster. Hallo.
Du schon wieder? Zwei Kaffee, ne? Damit kannst du den Sex aber nicht bezahlen, das weißt du, ne? Ich will aber keinen Sex. Was? Quatschen wäre mir lieber als ficken. Ach. Was? Mann, ich krieg seit 5 Jahren keinen mehr hoch. Naja. Lass mich noch ein. Klar. Weißt du, bei mir läuft's auch nicht mehr so.